Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du Dezimalbrüche schriftlich multiplizieren kannst, wie du also Kommazahlen schriftlich miteinander mal nimmst. Dazu habe ich dir hier zwei Aufgaben vorbereitet, die werde ich gleich vorrechnen und erläutern. Ja, die erste Aufgabe, da läuft so alles nach Plan sozusagen, alles ganz normal, da gibt es eigentlich keine Besonderheiten. Ich erkläre dir anhand dieser Aufgabe die grundlegenden Regeln. Bei der zweiten Aufgabe tritt noch eine klitzekleine Besonderheit auf, die ich dir dann im Zusammenhang mit dieser Aufgabe dann auch nochmal erläutere. Gut, ich lege mal los, links mit der ersten Aufgabe. Ja, zunächst unterstreichst du die Aufgabe und führst eine schriftliche Multiplikation aus, als wenn da gar keine Kommas wären. Also du ignorierst die Kommas zunächst völlig und rechnest die Aufgabe erstmal komplett durch. Das mache ich gleich auch und sage auch noch dazu, was man dabei denken und rechnen muss. Wenn du das noch genauer anschauen möchtest, kannst du dir dazu natürlich auch noch mal die Videos angucken, wo natürliche Zahlen multipliziert werden, also ganze Zahlen. Ja? Okay, ich lege mal hier los. Also, da fängt man an und dann wird hier gleich so untereinander werden dann diese ganzen Zeilen hier geschrieben und am Ende addiert. Das solltest du eigentlich schon kennen, aber ich wiederhole das jetzt hier nochmal. Also 3 mal 2 ist 6, das schreibe ich dann hier hin. 3 mal 4 ist 12. Ich nehme mal einen Notizzettel dazu. Also nochmal, 3 mal 4 ist 12, 2 hin, 1 im Sinn. So ein Zettel brauchst du nicht. Ich schreibe das jetzt nur dahin, damit du weißt, was ich mir jetzt im Kopf merke. Also die 1 muss ich mir jetzt hier im Kopf merken. Dann 3 mal 3 ist 9 plus diese 1 ist 10. So, nächste Zeile. Ja, mal 1 ist immer gerne gesehen, weil das besonders einfach ist. 1 mal 2 ist 2, 1 mal 4 ist 4 und 1 mal 3 ist 3. Dann geht es hier weiter. 7 mal 2 ist 14, 4 hin, 1 im Sinn. 7 mal 4 ist 28 plus diese 1 hier ist 29. 9 hin, 2 im Sinn. 7 mal 3 ist 21 plus diese 2 ist 23. So. Und dann hier die letzte Ziffer. 2 mal 2 ist 4. Zweimal 4 ist 8. Und 2 mal 3 ist 6. So. Dann unterstreiche ich das hier nochmal. Lasse eine Zeile frei für eventuelle Überträge, die auftreten können, wenn ich das jetzt hier alles addiere. Ich muss nämlich jetzt hier alles wie so, wie es hier untereinander steht, muss ich das Ganze jetzt hier addieren. Also plus rechnen. Ja, da hinten haben wir nur die 4, dann ergibt sich hier die 4. Das sind zusammen 12, dann haben wir hier 2 hin, einem Sinn. Da haben wir 10, 16, 18, 8 hin, einem Sinn, 10, 14, 5 plus 3 sind 8, keiner rüber, kein Übertrag. Dann haben wir hier die 0 und da die 1. So, und jetzt muss man Folgendes machen. Man muss jetzt das Komma im Ergebnis an die richtige Stelle setzen. Und dazu musst du jetzt Folgendes machen. Du musst die Nachkommastellen in der Aufgabe zählen. Ich mache da gleich mal zusätzliche kleine Pünktchen hin, die brauchst du nicht zu machen. Kann man aber. Also, ich zähle mal. 1, 2, 3. Ja? Also die Aufgabe hat insgesamt 3 Nachkommastellen. Dann hat das Ergebnis ebenfalls 3 Nachkommastellen. Also 1, 2, 3.
Und dann muss da das Komma hin. Ja? Also das ist jetzt das Ergebnis dieser Aufgabe. Doppelt unterstreichen. Und mehr ist da wirklich nicht zu machen. Ja, der entscheidende Unterschied zu dem, was du vorher schon hattest, also das schriftliche Multiplizieren, ist der, dass du also im Ergebnis das Komma setzen musst. Und das findest du, indem du hier die Nachkommastellen zählst von beiden Faktoren zusammen, also in dem Fall 1, 2, 3 Nachkommastellen. Und dann hat das Ergebnis auch 3 Nachkommastellen. Gut, dann jetzt hier die andere Aufgabe. Es geht genauso los. Unterstreichen und multiplizieren. 2 mal 2 ist 4. 2 mal 0 ist 0. 2 mal 1 ist 2. 5 mal 2 ist 10. Also 0 hin. 1 im Sinn. 5 mal 0 ist 0 plus diese 1 hier ist dann also 1 und 5 mal 1 ist 5. So, dann wieder der Strich darunter. Addieren, ja, 0 plus nichts ist 0. 4 plus 1 ist 5, 5 plus 0 ist 5. Und 2 ist 2. So, ich zähle jetzt wieder die Nachkommastellen. 1, 2. Da muss das Komma in dem Fall hier hin. 1, 2. Und da muss das Komma hin. Das Besondere bei der Aufgabe ist, dass das Ergebnis eigentlich ja gar nicht 2 Komma-Nachstellen hat. Ja, da ist ja eigentlich nur eine Nachkommastelle, weil diese 25,50, die kannst du natürlich auch so schreiben. 25,5. Ja, das ist beides richtig, 25,50 und 25,5. Beim schriftlichen Multiplizieren tauchen dann hier hinten Nullen eventuell auf, das kann halt passieren. Und die musst du dann also mitzählen. Ja? 1, 2 Nachkommastellen in der Aufgabe. Und ich habe dann auch hier 1, 2 Nachkommastellen im Ergebnis. Okay? So, das unterstreiche ich jetzt auch noch doppelt. Und mehr ist dann da auch wirklich nicht zu machen. Ich hoffe, es war nachvollziehbar und einleuchtend. Viel Erfolg beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.